Genie! Krishan! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück. Ausgabe 20 in Super Mario 64 mit Zora Krishan. Ja, Entschuldigung, dass ich im letzten Part so abrupt geendet habe, aber ich bin gerade ein bisschen genervt, einfach weil der Jute-Junge hier nicht so springt, wie er springen soll. Der Stern für 8 Münzen aber freigeschaltet. Ich muss noch 18 Münzen, um den Stern für 100 Münzen zu kriegen. Und damit habe ich gerade ein bisschen Probleme. Ich versuche jetzt, ob ich noch einen alternativen Weg finden kann, wo noch ein paar Münzen rumliegen könnten. Und wieder unten. Na klar, auf jeden Fall. Das hat mir noch gewünscht. Dass der ganze Weg nach oben umsonst gewesen ist. Mann, das ist doch echt nervig, ey. Das ist hier ein Scheißsprung Safe-State setzen. Ich hab die Faxen jetzt dicke hier. Ich hab Bock mehr, habe ich hier ständig runterzuknallen. Was ist denn für ein Stern da? Ist der von den 8 roten Münzen? So. Irgendwo müssen auf jeden Fall noch Münzen versteckt sein. Den haben wir uns schon geholt. Kann ich selber keine Münze mehr rankriege. So. Tja. Scheitert wohl an den letzten 18 Münzen. Ich werde verrückt. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Halt verrückt, ich. Die letzten 18 Münzen. Mann, wieso muss hier mal überall eine Lücke sein, ey? Versuch mal jetzt was. Ah, das war mir vollkommen klar. Ich hab's gewusst. Nein. Sieben. Ey, sag mal. Natürlich. Nein. Ich hab überall Lücken. Ist doch völlig sinnlos, Alter. Halt dich doch mal da fest. Okay. Mann. Müsste theoretisch ja funktionieren. Was ist der Pendel darauf? Mensch. Ich will. Vielleicht gibt's ja da. Mann! Stopp, warum will er da jetzt nicht so. Mann, was soll denn bitte? Menno! Jetzt springt er nicht. Macht er diesen Rückwärtssprung nicht? Ich komm da um den Rand. Ich werd verrückt. Bringt er überhaupt was daran zu springen? Ich weiß es nicht, ey. Mann! Nee, er hat überhaupt nicht. Also, du verschissen. Mann, wie kommt der jetzt an die letzten 18 Münzen ran? Das gibt's doch ja nicht!
Werd verrückt! Hier muss doch auch noch was zu holen sein. Du tippst doch ja nicht. Mann! Der scheiß Kamerafuß zieht mir auch über einmal hier, ey! Mann! So. Schon viel zu weit unten. Das ist doch eine Möglichkeit, hier noch an Münzen ranzukommen, Alter! Das kann nicht wahr sein, ey, das glaube ich jetzt nicht! Ja, toll. Nix. Leck mich am Arsch, ich geb's auf. Ich geb mich geschlagen. Ich geb's auf. Ich komme jetzt den Stern, das ist gut. Ah, Sprung wieder zu weit, du blöder Wichser, ey. Leck mich am Arsch, ey. Ey, der tippt's nicht, ey. Er hält sich nicht fest. Der will mich doch verarschen hier. Ich bin gerade richtig sprachlos. Der will sich einfach nicht festhalten hier. Was ist das für eine perfekte Scheiße hier? Das gibt's doch ja nicht. Ich gib's auf, wie gesagt. Wie schüssen. Na klar! Auf jeden! So. Sollt. Es sollte einfach nicht sein. Ich hab jetzt nix von meinem Gegner, keine Münzen mehr. Ey, das ist doch echt zum Kotzen, ey. An 18 Münzen hat sie, ist sie gescheitert. Ich werd echt verrückt, ey. Das ist nicht wahr. So, warten wir, bis es hier 15 Uhr ist. Oder um 3. Dann kommen wir da mal rein. So. Irgendwas muss ich jetzt hier geändert haben. Stampfe möchte ich auf. Ja. Wie gesagt, ich will noch die 100 Münzen. Er wollte sich wieder, er wollte mich greifen. Okay. Ich habe jetzt den Spaß schon wieder. Na. Leck mich am Arsch, Alter. Löscht das. Krasse diese Welt. Nein. Ach du, wie schiss ich jetzt einfach rein hier.
go. Schon, wenn ich gerade so ruhig bin, ich muss mir gerade ganz schön zusammenreißen, hier auszurasten. Einfach weil der. Das gibt's nicht, Alter. Das gibt's nicht. Ey, ich werd irre. Ich stehe kurz vorm Ende und jetzt komme ich nicht mehr vorwärts. Ey, kurz am Schluss und ich komme nicht vorwärts. Mann! Münze her! Das ist nicht wahr, Alter. Scheiße, die roten Münzen, die Münze, ja. Alles schnell hier. Ja, genau. Ein Schein hier. Alter, das war nicht schlecht. Hat sie alle paar Sekunden, mache ich jetzt ein Safe-State hier, weil ich die Schnauze voll habe. Ohne Scheiß, ey. Ja, scheitert an hier so eine Kleinigkeit wie daneben springen und so eine Kacke, ey. Weil er sich nirgendwo festhalten will oder kann oder wie auch immer. Weil wir ja schön zu weit gesprungen, war ja wieder klar. Zack. Da noch ein paar Münzen. Safe-Statten hier. Oh, Mann. Los, komm raus hier. Hey, Drecksau. Was schon gehabt hier? Ah, jetzt ist wirklich gesagt. Ohne Worte, ich sag's am besten ja auch mehr, ey. Ich sag mal, das gibt's doch einfach nicht, ey. Der will einfach nicht von der Stelle stehen bleiben, Mann, oh! Ey, das ist unglaublich! Hier. Verpiss dich! Brauche keine unaufgeforderte Hilfe, verdammt! Geh doch alleine hin! Schwinde! Die 8 blauen Münzen oder was da war. Speichern. Zack, 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 zack. So. Okay, dann speichern wir mal so ab. Ich bin jetzt auf jeden Fall, muss noch die scheiß 100 Münzen haben. Ich dachte, dass ich hier wieder so eine Scheißschwierigkeit habe, gut, ey. Weil sich das so in die Länge zieht. So, wo sind wir jetzt hin? Ja, danke. Dass ich jetzt weiß, wo ich hin kann. Ah, geht doch.
Natürlich, der hätte doch einfach auch anstehen bleiben können, aber nein, der muss ja wieder runterfallen. Ich werd verrückt, ey. Mann, ohne Witz, ey, das ist ja echt nicht mehr schön, Alter. Die ganzen Sprungpassagen sind hier voll für den Arsch. Mach schon, spring darüber. Gib's doch nicht, ey, komm da nicht ran. Oh, wir sind doch da Münzen drin, aber gucken wir mal. Nein. Münzen, juhu. Hey, der will... Ich verstehe es nicht. Ich kraft, ich muss gerade echt mich mit zusammenreißen, dass ich jetzt nicht so weit von dermaßen ausraste, ja? Weil der ständig... Ey, der springt einfach da wieder viel zu weit. Hallo? Das ist unglaublich, ey. Da fällt er wieder runter. Hallo, was soll denn der Blödsinn? Da will er sich den festhalten. Da wieder zu weit runter. Ey, das ist doch nicht wahr, Mann. Das gibt's doch nicht. Mann. Tja, wir gucken jetzt ein bisschen durch hier. Ja, so bestimmt, nee. Natürlich! Danke, du scheiß Kameramann, dass ich alles gesehen habe hier! Mann! So, oh, nervig gerade, ich bin... Der will immer zu weit springen, was soll denn bitte? Aber gut, auf jeden Fall schon mal richtig, was das Aufstampfen betrifft. Ah, abspeichern hier. Scheiße, wir haben Münzen, ey. Ich krieg sowieso nicht zusammen. Jo, Timing, abwarten hier. Na klar! Ah, da, auf den müssen wir warten, okay. Das war gewesen. Der bewegt sich jetzt leider ein bisschen langsam. Das heißt, wir haben uns noch... Ja, können wir uns hier noch schön ausruhen. So, wie immer stehen wir jetzt drauf, hier auf den Kuchen. Wo müssen wir jetzt hin? Der kommt, der will... Ja, Kamera will ohne weiter. Ah, okay. Ah, der will einfach nicht wirklich zur Seite. Dahin geht's, aber in andere Richtung geht er nicht. Ich verstehe nicht warum. Soll nur noch Platz, da kann sich doch hinter mich bewegen hier. Oder seitwärts. Ach, was soll ich. Warte, reg mich überhaupt auf. Das ist alles für ein Arsch hier. Der ist zum Kotzen, ey. Ja, sicher, na, leck mich doch am Arsch hier. Ist das zu fassen? Das ist jetzt nicht der Ernst, oder?
Nein, Mann, bleib doch mal aufstehen, du Affe! Mann, ey! Der rutscht da einfach wieder runter, hallo! Mann, das gibt's doch nicht, ey! Mir fällt gerade, also ehrlich, mir fällt gerade wirklich der ganze Spielspaß. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Boah, nee, Alter. Ohne Witz. Alle Sterne geholt, bis auf die 100 Münzen noch nicht. Nichts. Gut, ich muss erstmal ein paar Tipps holen, wie ich das jetzt am besten kriege hier, weil ich will jetzt endlich mal dieses Level beendet haben. Da sind bloß noch zwei Welten offen, da habe ich Super Mario 64 durch. Aber ich habe mir geschworen, jetzt gerade eben, dass ich das Spiel nicht nochmal Let's Playen werde. Das war das letzte Mal. Mir hat gerade hier der Tic-Tac-Trauma gezeigt, dass die Steuerung für den Emulator hier für den Arsch ist. Der springt zu weit, hält sich nicht fest. Mir ist gerade wirklich alles verjagen und ich bevor ich den Wechsel durch habe, ohne Witz. Also nochmal weg, nicht Let's Playen, garantiert nicht. Ich weiß auch schon, welche Projekte ich danach spielen werde. Die wird sie wieder um Autorecht behandeln, weil ich als Zockerkrischer damals gespielt habe. So wird er schon mal verraten. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es sein muss, zur Not mache ich auch die 100 Münzen hier alleine. Nur um jetzt hier nicht nochmal weiter die Zeit unnötig in die Länge zu strecken. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.